Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zu Tarsis. Tarsis ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und es geht um die erste bemannte Mars-Mission. Fangen wir doch einfach an, ich schmeiß mal das Intro rein und dann machen wir weiter. Gut, haben wir das abgehakt und klicken noch einfach Start, sagen ihm ein neues Spiel und springen gleich voll hinein. Wir werden mit diesen vier Astronauten starten. Ich habe mir schon durch ein paar Testspiele zwei hinzuverdient, aber ich möchte es so spielen, wie ihr es auch spielen würdet, wenn ihr euch dieses Spiel, ich glaube, das kostet rund 5 Euro, auch holen würdet. Ja, dann... Einmal einfach bitte, das Spiel ist knochenhart, da reicht einfach komplett aus, um mir noch Spaß zu haben. Tja, das Problem. Wir sind auf dem Weg zum Mars. Erste bemannte Mars-Mission, sagte ich schon. Und unser Raumschiff wird von einem Schwarm Mikrometeoroiden getroffen. Daraufhin sterben gleich zwei Leute, Jay Cross und Mapia Musgrave. Das sind aber keine, die wir uns vorher ausgewählt haben. Das sind irgendwelche, ja, Statisten, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Gut, unser Raumschiff besteht aus einzelnen Modulen. Und wir sehen hier, dass zwei dieser Module aktuell beschädigt sind. Wir müssen Leute hinschicken, die sich um diese Probleme kümmern. Aber erklären wir erstmal so die Feinheiten. Hier oben haben wir die Schiffshülle. Wenn diese weißen Balken aufgebraucht sind, wenn die auf Null sind, haben wir verloren. Dann ist das Schiff kaputt. Und diese beiden roten Balken signalisieren uns, welcher Schaden jetzt zu erwarten ist, wenn wir uns nicht drum kümmern. Ist rundenbasiert. Das heißt, wenn alle vier Astronauten ihren Move gemacht haben, dann kommen wir zum nächsten Zug. Und im nächsten Zug, jetzt sehen wir an die beiden Dreiecken hier, erwarten uns wieder zwei neue Probleme. So wird es weitergehen bis zum 10. Zug. Und das hier ist der Mars. Da wollen wir hin. Ja, wie machen wir das? Wie kümmern wir uns um die Probleme? Wir können jemanden in ein Modul schicken und dort wird dieserjenige welche versuchen mit seinen Würfeln, drei an der Zahl, hier bei der Ärztin, einer beim Mechaniker, drei hier unten beim Captain, der komischerweise genauso heißt wie ich, und drei hier oben beim Spezialisten. Ja, jedes Modul an sich hat auch eine Bewandtnis, wo wir uns Dinge hinzuverdienen können. Aber dazu kommen wir noch. Ich will nicht zu viel Ballast über euch auskippen. Ich will euch das Spiel an sich zeigen. Vielleicht gefällt es euch ja nicht, dass ihr jetzt gleich wieder ausmacht. Vielleicht findet ihr aber auch super toll, so wie ich hoffe, und dass ihr dabei bleibt. Wen nehmen wir? Wir gehen vor... hier. Dalo Riot geht vor. Wir kümmern uns um den Meteoritentreffer, der hier vorne eingeschlagen ist. Hat 11 Schaden gemacht. Gehen wir mal rein. Was können wir hier nun tun? Wie wird es ablaufen? Ich werde einfach mal vortrudeln, einfach einmal würfeln und daraufhin erklären, was passiert. Wir haben eine 1 gewürfelt. Das würde im Normalfall bedeuten, dass dieser Würfel nicht nochmal würfelbar ist, weil eine 1 eine Stasis hätte. Aber wir hatten ein Assistenz, was wir uns hier auch zu verdienen können, was dieses Problem vermieden hat. Gut, dann haben wir gewürfelt, nicht besonders gut. Das heißt, wir werden die 11 nicht mit einem Wurf schaffen. Das heißt, wir nehmen erstmal diese 5, schmeißen hier rein, bleiben noch 6 übrig. Dann würfeln wir mal nochmal, hoffen, dass wir keine 1 machen und hoffen, dass wir irgendwie 6 Augen zusammenkriegen. Nicht ganz, aber wenigstens keine 1.
ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, diese 5 hier rinzuschmeißen und ein zweites Crewmitglied hierher zu holen, um den restlichen Schaden praktisch zu reparieren. Wir hätten außerdem, wenn wir genug Würfel gehabt hätten und noch eine 5 oder eine 6 gewürfelt hätten, dann hätten wir hier noch diese Klassenfähigkeit auslösen können. Das heißt, jeder, der sich hier in dem Moment in diesem Modul befindet, hätte einen Würfel dazu bekommen. Oder wir hätten dafür sorgen können, dass es diese Runde keinen Bewegungsschaden gibt. Bewegungsschaden kann ich ganz einfach erklären. Beispielsweise, wir möchten mit Kyla Jones, die hier gerade in diesem Modul ist, hier hinten hin. Und wir nehmen mal an, dass dieses Modul ein Problem hat, wie hier, wie dieses. Dann hätte ja Kyla praktisch hier durch dieses Modul durchgemusst. Und dadurch, dass hier ein Schaden vorliegt, hätte sie eine Lebensenergie verloren. Bewegungsschaden sozusagen. Dasselbe wäre jetzt angenommen, ich könnte noch ziehen und angenommen, ich möchte hier mit meinem Player hierhin, dann würde ich auch einen Bewegungsschaden bekommen, weil hier noch ein Problem vorliegt. So eine der kleinen Feinheiten dieses Programmes. Gut, ich nehme mir Kyla, die Ärztin, schicke sie hinterher. Sie hat 3 Würfel, das müsste mit dem Teufel zu gehen, wir würden nicht irgendwie hinkriegen. Schön gewürfelt, die fällt mir sehr gut. Wir nehmen die 4, packen sie hier rein. Und wir werden diese 5 nehmen und hier reinlegen. Ihre Klassenfähigkeit ist, wenn ich hier eine 5 oder eine 6 reinlege, dann wird jeder, der sich hier gerade in dem Modul befindet, ein Gesundheit dazu bekommen. Das heißt, hier an der Seite eben so ein Bobbel. Pass mal auf. Zack, hier kam einer dazu, hier kam einer dazu. Gut, dann haben wir noch eine 5 übrig. Bewegungsschaden diese Runde können wir nicht gebrauchen, da wir keine Probleme haben, die uns in irgendeiner Art und Weise im Weg sind. Das heißt, ich werde diese 5 hier unten hinziehen auf die Forschungsleiste. Und wenn wir 4 Würfel hier irgendwie verteilen, dann können wir uns hier unten einen dieser Perks leisten. Das heißt, Leere verhindern. Leere wird noch kommen, erkläre ich später. Minus 30% Stress für die Besatzung. Stress hatten wir hier an der Seite. Oder Stasis verhindern. Stasis, habt ihr gesehen, hier oben mit diesem Würfel, eben mit der 1, das können wir irgendwie verhindern, wenn wir keine Assistenz mehr haben beispielsweise. Gut, erste Problem haben wir beseitigt. Jetzt haben wir hier noch praktisch die Allison und den Pakal übrig, um uns hier unten um diesen Rollnick-Ausfall zu kümmern. Gut, dann sollte man sich immer einen Gedanken machen, wen man zuerst reinholt. Weil es kann ja durchaus sein, dass man mit der Klassenfähigkeit dem, der schon drin ist in dem Modul, irgendwie helfen kann. Wie eben beispielsweise hier die Kyla, dem Dalo Riot eine Lebensenergie dazu gemacht hat. Gut, er hier, er kann mit seiner Klassenfähigkeit das Schiff reparieren und er kann einfach einmal mehr würfeln. Das heißt, hier ist es mehr oder weniger egal, wen wir zuerst schicken. Ich nehme einfach ihn und lege los. Gut, wir werden mit einem Würfel, wenn wir keine 14 schaffen, das dürfte einleuchten. Eine 6 ist natürlich sehr gut. Eine 6 ist keine 2. Das hilft ja schon mal sehr. So, dann sind noch 8 übrig. Er ist fertig. Mehr können wir mit ihm nicht machen. Und wir holen uns Allison dazu. So, und hoffen, dass wir mit den 3 Würfeln noch irgendwie eine 8 zusammenkriegen. Das sollte schaffbar sein. Ja, sehr gut. Er ist in Stasis. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal würfeln würde, könnte ich die 2 nicht mehr würfeln. Das heißt, ich könnte nur noch mit den beiden nochmal würfeln. Aber wir nehmen die 6, denn ihn hier können wir nach wie vor hier verwerten. Sehr gut. Könnte ich direkt den Stress für ihn hier nur direkt, ne? Nicht, das ist jetzt nicht für alle. Stress für das aktive Besatzungsmitglied um 60% reduzieren. Das Stresslevel ist noch gar nicht so hoch. Das heißt, ich glaube, es wäre wahrscheinlich sogar schlauer, wenn wir die 4 hier unten reinziehen. Ja. Gut. Haben wir die Runde geschafft? Gibt's ein Filmchen? Moods are turning sour. The crews and my own. But if I can't lead them, we're all dead. I need to get it together. Okay, und nach Filmchen gibt es immer eine krasse, folgenschwere Entscheidung zu treffen. So, diese dauernden Störungen werden langsam nervig. Ich verliere andauernd Arbeit an das falsche Gerät. Das muss man endlich korrigieren. Also wenn ich das hier auswähle, dann bekommt die ganze Besatzung minus 30% Stress. Das ist gut, aber minus 1 Schiff, dass wir hier einen von der Hülle verlieren, ist nicht gut.
So, wenn wir die beiden nehmen, hör mal, das Schiff hat schon zu viel abbekommen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Nochmal sage ich das nicht. Würde es bedeuten, dass wir hier zwei Hülle dazu bekommen, was sehr gut ist, aber alle, also diese beiden verlieren dann jeweils einen Würfel, was auch katastrophal ist. Glaube, ich werde ihn hier nehmen. Weil Würfel ist mehr oder weniger das Wichtigste. Würfel sind ja nun die Sachen, die hier alles entscheiden. Krasser Scheiß, fängt ja gut an. Gut, wir haben einmal Nahrung und einmal Nahrung heißt, ich kann jetzt einmal diese Nahrung auf irgendeins dieser Mitglieder ziehen und dieses Mitglied bekommt dann drei Würfel. Werde ich doch vorzugsweise die Ärztin nehmen, weil die ja zur Not die anderen Leute noch irgendwie heilen kann. Oh Mann, keine gute Runde. Okay, neue Ereignisse. Okay, Treibstoffschwappen und H2O-Pumpeausfall. Einmal 10, einmal 13. Und das mit diesen mickrigen Würfeln. Da würde ich doch glatt sagen, dass wir das so planen, dass wir Kyla hier unten hinschicken. Die wird mit 5 Würfeln, wird sie die 13 vermutlich schaffen. Und der Rest kümmert sich hier drum. Irgendwie. Ja. Wer fängt dann an? Ich würde sagen, hier Spezialist. Ach so, das ist ja jetzt die Sache hier mit dieser, mit diesem Bewegungsschaden. Das heißt, wir müssen uns zuerst hier drum kümmern, damit sie hier rauskommen. Gut, die beiden blockieren sich aber mehr oder weniger gegenseitig. Also der Plan, sie jetzt hier hinzubekommen, sie würde ja auch ein Leben verlieren, weil sie hier durch muss. Hier dürfen wir keine 5 und keine 3 würfeln und hier dürfen wir keine 1 würfeln. Und die Farben sagen uns auch, was das bedeutet. Hier haben wir einmal Verletzung. Also wenn wir hier eine 5 würfeln, dann verliert derjenige, der eine 5 würfelt, hier ein so eine Ecke. Und das hier ist leere. Das heißt, der Würfel wird einfach komplett rausgenommen. Also die 3, die ich dann da würfel, die ist komplett weg. Und hier ist halt eben Stasis. Das sind die drei Würfelereignisse, die es hier gibt. Ja, ey. Werde ich das schaffen, mit den beiden hier die 13 zu packen oder soll ich mit ihr einfach durchmarschieren? Okay, wie man es macht, macht man es falsch. Ich werde einfach Kayla hier einsetzen. Vielleicht kann sie dann noch ein bisschen Nahrung ernten hier. Das passiert folgendermaßen. Dazu muss ich hier gleiche Würfel einlegen. Also wenn ich hier 2 Dreien, 2 Vieren, 2 Fünfen, 2 Einsen, 2 Einsen hier einlege, dann bekomme ich eine Nahrung. Wenn ich 3 Einsen, 3 Zweien und so weiter hier einlege, dann bekomme ich 2 Nahrung hier oben dazu. Was natürlich im Zwischenschritt heißt, 3 Würfel für irgendjemanden. Sehr, 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 sehr wertvoll. Ich tue das mal. Okay, die Assistenz verhindert, dass dieser Würfel komplett verschwindet. Das ist schon mal gut. Gut, wir haben insgesamt 12 gewürfelt und wir haben ja schon mal ihn hier. Oh, das ist aber auch eine schwere Entscheidung. Also ganz klar ist, dass die 6 hier hingeht. Ich könnte mit den 3 Einsen könnte ich mir hier Nahrung irgendwie hinkriegen. Das ist natürlich schon mal gut. Aber eine 3 ist keine 4. Einnahrung und was auch wir machen, ein wenig Risiko. Wir trudeln den einfach mal neu, hoffen, dass das eine 4, eine 5 oder eine 6 wird. Nein, nein, habe ich sogar noch einen verloren. Nein, ich habe zwei, ich hab die Nahrung verloren. Ach, Scheiße. Mann, das war nicht gut. Das war nicht gut. Gut, die 1 packen wir jetzt hier hin. Keine Nahrung. Mieser Zug. Schlechte Entscheidung, beziehungsweise miserabel gewürfelt. Aber so ist dieses Spiel. Ein kompletter Leidensweg. Okay, dann. Captain kann Würfel machen. Ja. Das heißt, ich kann mit dem Captain hier. Aber ich kann auch hoffen, dass ich mit diesen beiden irgendwie 13 hinkriege. Ich meine, das ist ja schaffbar, wenn die hier irgendwie zwei Sechsen macht und hier eine Eins, dann ist das Problem ja auch vorbei. Dann kann ich mit ihm beispielsweise hier hingehen und auch nochmal versuchen, hier einen Pasch irgendwie hinzukriegen. Super unwahrscheinlich. Ein Leidensweg, sage ich euch, ein Leidensweg.
Und ich habe kurz bevor ich hier angefangen habe, ich ein Testspiel gemacht und das verlief wunderbar. Ich habe sofort den ersten gemacht. Wir haben ja so eine interne Highscore-Liste. Das heißt, alle meine Freunde, die dieses Spiel auch haben, sind auf dieser Highscore-Liste, die das Spiel natürlich auch gespielt haben. Und habe ich gleich den ersten gemacht. Lief Bombe. Ich habe es auch aufgezeichnet, auch voll durchmoderiert. Aber die letzte Episode habe ich mich irgendwie bucklig angestellt, hat er nicht aufgezeichnet. Konnte ich wegschmeißen. Super Spiel, hätte ich super gerne gezeigt, weil einfach alles hat funktioniert. Ich brauchte eine 6, ich würfel eine 6. Egal. Ist ja Geschichte sozusagen. So, zwei Würfel. Was würfeln wir? Zwei Vieren. Das sind schon mal 8 Punkte. Das ist schon mal ja nicht mal so schlecht. Das ist über dem Schnitt sozusagen. Die müssen wir praktisch nehmen. Ja, und dann sind wir praktisch dazu verflucht, mit ihm hier eine 5 zu würfeln. Oder wir müssen den Captain noch holen. Wenn wir keine 5 hinkriegen. Natürlich dürfen wir auch keine 1 würfeln. 2 Versuche haben wir. Na, ja, sehr gut. Das Problem haben wir beseitigt. Nice. So, dann haben wir jetzt mit dem Captain mehr oder weniger freie Fahrt. Der kann jetzt machen, was er möchte. Dann haben wir natürlich die freie Auswahl. Ich könnte versuchen, beispielsweise hier oben hinzugehen. Dort reicht mir eine 5 oder eine 6, um die Assistenz komplett aufzufüllen. Ich könnte hier hingehen, da muss ich aber wieder Pasch würfeln irgendwie. Er könnte sich gesunden, wenn er hier eine 5 oder eine 6 würfelt. Das heißt komplett die Lebensenergie wieder auffüllen. Hier können wir uns Würfel dazu verdienen, aber auch nur mit einem Pasch. Stress reduzieren ist, glaube ich, erstmal nicht so wichtig. Nahrung ist so super wichtig, Leute. Nahrung. Aber schaffe ich das, einen Pasch zu würfeln? Oder gehe ich auf Assistenz? Ich glaube, ich gehe auf Assistenz. Das ist einfach sicherer. Vermutlich leichter, eine 5 oder eine 6 zu würfeln mit 2 Würfeln, als ein Pasch hinzukriegen. Pass auf, jetzt 2 Einsen oder so. Irgendwann kommt jetzt so der Art. Nee, alles gut. Assistenz erstmal ganz wichtig und dann versuche ich noch eine 5 oder eine 6 zu würfeln, weil dann kann ich ihm noch einen Würfel dazufügen. Jawollo, jawollo. Man muss auch mal Glück haben, man hat es sich verdient über die Jahre. Sehr schön. Nächstes Filmchen bitte. I let my fear get the better of me, but the others have proven me wrong. I'm proud of how the crew has come together. Okay, und wieder eine Entscheidung. Diese dauernden Störungen werden langsam nervig. Ich verliere andauernd Arbeit an das falsche Gerät. Das muss man endlich korrigieren. Das hatten wir eben auch schon mal. Ein Finger allein kann keinen Kieselstein aufheben. Wir brauchen diese Vorräte, um zusammenzuarbeiten. Plus 1 Nahrung und minus 1 Gesundheit für die beiden. Für Darlo und für Kayla. Was ist hier? 30 Stress für die ganze Besatzung. Also weniger 30 Stress. Aber der Stresslevel ist im Grunde genommen noch nicht so hoch. Und minus 1 Schiff, nee, dann nehme ich ihn hier. Müssen wir hier in den sauren Apfel beißen. Okay, wir haben 1 Nahrung dazu bekommen. Und wer soll diese Nahrung bekommen? Ich glaube, ich gebe es dem Mechaniker. Weil der Mechaniker, der kann ja, wenn er mal einen guten Wurf hat, durch seine eigene Fähigkeit das Schiff reparieren. Ja, machen wir es so. Okay, was wird passieren? Dann machen wir das mal aus, damit wir das besser sehen können. So, wenn wir dieses Problem hier nicht kitten, dann werden alle unsere Leute am Ende dieser Runde minus 1 Gesundheit bekommen. 27, eieiei, das ist schon ganz schön hoch. Unten hier unten ein BLEE-Ausfall, was immer das bedeutet. Eine 9. Also ich, von vornherein, ich hätte gerne ihn hier und ihn hier zum Würfeln. Weil die beide jeweils 4 Würfel haben, ist die Wahrscheinlichkeit schön hoch, diese 27 auch irgendwie zu knacken. Ist es möglich, mit 3 zur Verfügung stehenden Würfeln, also einmal sie hier und die beiden Würfel, eine 9 hinzukriegen? Ist schaffbar. Das heißt, wir holen den Captain mal hierher. Den lassen wir mal anfangen. Boah, geht's denn schlechter, bitte? Mein Problem ist auch, wenn ich jetzt hier mit ihm hier 2 Fünfen würfel, dann ist er tot. Dann habe ich mich umgebracht.
Weil ich habe nur noch 2 Leben und 2 Fünfen. Jeweils eine Verletzung. Wäre das aber gut. Viel schlechter als eine 2 geht nicht. Eine 8. Eine 8 ist schon mal gut. Moment, ich könnte, wenn ich hier die 6 ranballer, dann könnte ich hier jeweils noch einen Würfel dazu packen bei den Leuten. Und die 2 könnte ich dann hier oben. Dann haben wir hier noch 7. Die 7 könnte Allison mit 2 Würfeln vielleicht schaffen. So ist ja durchaus im Schnitt. Ja, man muss auch manchmal so ein bisschen um eine Ecke denken. Stress reduzieren ist erstmal nicht so wichtig. Was auf jeden Fall suchen es einfach mal. Alle kriegen einen Würfel dazu. Das ist sehr gut. Und die 2 geht hier oben rein. Ja. Dann sind noch 7 übrig. Fertig. Und dann hoffen wir, dass hier mit Allison, dass die hier die 7 klar macht. Wenn nicht, muss das Pascal machen. Und Kayla ist hier oben mit dem Problem alleine. Wenn wir das jetzt diese Runde nicht schaffen, hier die 27 wegzuwürfeln, dann bleibt das für die nächste Runde. Und nächste Runde kommen ja wieder 2 dazu. Und so stapeln sich dann am Ende die Probleme, wenn man Pech hat. Ja, dann probier ein Glück. 3 Versuche haben wir, eine 7 hinzukriegen. Oh, sehr gut. Oh, und eine Verletzung uns eingehandelt. Obwohl, nee, da hat uns die Assistenz geholfen. Alle gut, alles im grünen Bereich. Und er hier hat übrigens keine Möglichkeit, irgendwie einen Würfel zu verarbeiten, weil er prinzipiell einen Wurf mehr hat. Also er darf aber 3-mal trudeln hier. Jo, wie machen wir das? Ja. Keine andere Möglichkeit als die hier. Ich meine, jetzt nochmal neu zu würfeln, ist Blödsinn. Ja, aber ihr schafft sehr, 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 sehr gut. Ja, dann bleiben uns noch der Mechaniker und Kayla, um hier dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und darum werden wir uns in der nächsten Episode kümmern. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seid. Könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.